Funktionsweise eines Oszillographen. Also nur ganz kurz das Prinzip. Achtung, ich gehe auch noch auf das Wort Oszilloskop ein. Da gibt es einen Unterschied. Zum Oszillographen. Nehmen wir mal das Wort auseinander. Oszillo, da steckt drin Schaukeln. Also Schwingungen. Und der einfachste Oszillograph wäre das hier. Ich nehme einen Blumentopf, fülle bunten Sand rein. Der hat unten im allgemeinen ein Loch. Den lasse ich hin und her schaukeln und unten drunter ziehe ich eine Tapetenbahn hinweg. Moment mal, jetzt überlege ich gerade. Ach ja, nee, die habe ich nach. Die Zugrichtung muss andersrum sein. Ich habe in diese Richtung gezogen. Ne? Also ich ziehe die Tapetenbahn einfach darunter weg und dann sehe ich hier die Sandspur. Oszill schaukelt und Graphein schreiben. Oszilloskop, Kop, Skop. Skopein heißt betrachten. Das ist ein Instrument, da sehe ich auch Schwingungen, aber die schreibe ich nicht auf, sondern ich kann sie betrachten. Vielleicht werde ich dazu noch ein Video machen. An sich ist es ganz einfach. Gibt es auch zigmal im Netz zu betrachten, wie so ein Ding funktioniert. Ist nicht schwer, ist ganz einfach. Gut, wozu braucht man das in der Medizin? Naja, nehmen wir mal ein EKG-Gerät. Und zwar, ich sage, ich habe hier zwei Elektroden. Wir wissen, dass das sehr geringe Spannungen sind. Leute, guckt mal hier auf die Links. Ich gehe dann immer auf diese einzelnen Themen nochmal genauer ein. Ihr könnt hier raufgehen, das Video wartet hier, kein Problem. Und dann kommt er wieder zurück, ihr verpasst nichts. So, ich nehme also hier am Patienten eine Spannung ab, zum Beispiel fürs EKG. Die ist sehr gering, deswegen habe ich hier einen Verstärker, einen Messverstärker. Das ist ein Verstärker. Das ist übrigens ein Blockschaltbild dafür. Also so ein Kästchen und dann ein Pfeil drin, vom kleinen zum großen. Und da schließe ich ein sehr kräftiges Messinstrument an, und zwar ein sehr altes. Man schließt da typischerweise Drehspulinstrumente. Guckt auf den Link, Drehspulinstrument, wie das funktioniert. Das ist ganz einfach, wird aber nochmal ausführlich erklärt. Schließt da Drehspulinstrumente an, und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Ich nehme also eine Papierwalze, damit ich genug Papier habe. Dann habe ich hier zwei, meistens Gummiwalzen, die drehen sich und zwar schön gleichmäßig und ziehen das Papier da durch. Und jetzt kommt der ganze Trick. Das heißt also, das Papier, als wenn ich hier diese Tapetenbahn wegbewege, das Papier hat diese Richtung dann, ne? So wie die Walzen sich drehen entsprechend. Und darauf kommt tatsächlich ein Schreibstift. Gibt es verschiedenste Varianten, ich gehe jetzt nicht drauf ein. Ich nehme einfach einen Bleistift, nehme einen Buntstift. Und der bewegt sich immer hin und her, gesteuert von diesem Drehspulinstrument. Das war's schon. Und das geht dann hin zu dem Messverstärker und dann sind wir wieder da, wo wir hin müssen. Mehr ist es nicht. Eigentlich ganz einfach. Ich werde jetzt hier zum Schluss nochmal wahrscheinlich dann Links auch für die entsprechenden Playlists anfertigen. Aber denkt immer an die Links hier oben. Da sind die einzelnen Dinge, die ich hier im Wesentlichen sage, alle nochmal geklärt. Gut. Ich hoffe, ich konnte zum Verständnis beitragen und verbleibe mit besten Wünschen. Tschüss.